Willkommen zurück zu Elden Ring. Ich habe eben mal meine Tasten ein bisschen umbelegt. Ich möchte damit nochmal probieren, ob ich den blöden Siegel. Wie heißt der? Siegelkrieger? Siegelritter? Keine Ahnung. Besiegen kann. Schmelztiegelritter heißt der. Ich glaube, das ist ein bisschen angenehmer zum Spielen ist jetzt. Ich habe mir eben wirklich in der letzten Folge ein bisschen den Finger verknotet, oder den Daumen. Das sollte jetzt besser gehen. Was ein bisschen angenehmer ist. Oh nein. Ich muss doch die Treffer landen, wenn es geht. Warum bin ich eben nicht? Okay, danke. Boah, dieser verzögerte Angriff. Das ist so eine Kotze. Konzentriere mich total, weil ich ganz Angst habe, den falschen Knopf zu drücken mit den unbelegten Tasten. Ich bin hier aber viel konzentrierter als normal. Verzögerter Angriff, der hat mich fast, bin ich eben fast reingerollt. Das ist so fies. Warum habe ich nicht angegriffen? Irgendwas stimmt mit der Angriff-Taste aber nicht richtig. Echt so. Ja, genau. Die 5er-Kombo kenne ich inzwischen. Komm her. Weg von den Steinen und Büschen, das ist scheiße da. Darf ich eben, darf ich, ja, dann, wenn ich dann falsch rolle, weil ich nochmal angegriffen habe, das ist tödlich, da nochmal anzugreifen. Manchmal, ohne Witz, manchmal greife ich nicht an, obwohl ich den Knopf drücke. Selten, aber doch, manchmal halt. Wow, 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 wow. Die Angriffe kenne ich jetzt natürlich nicht aus der zweiten Phase. Genau das meinte ich. Die musste ich irgendwie bei dem einen, wo man in der ersten Phase aber ganz gut reinrollen konnte, um dann einen Angriff einzubringen, macht er jetzt noch diesen mit seinem Drachenschwanz irgendwie. Da renne ich am besten einfach weg und block das. Nein, 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 nein.
Fuck, warum läuft das? Läuft das gerade gar nicht. Nur nicht ganz raus, wann er diesen Drachenschwanzangriff macht. Nach welchem ich jetzt reinrollen kann und nach welchem es nicht geht. Okay, ja, genau das meinte ich. Den checke ich inzwischen, weil angeflogen kommt. Braucht gerade mal ein bisschen Abstand, Rudi. Chill mal kurz. Danke. Nein, nein, nein! Dieser verzögerte Fickfuck. Die erste Phase ist echt okay. Die zweite kenne ich halt echt noch nicht. Was er für einen Scheiß macht. Ich habe gerade zweimal wegrollen gedrückt. Ja, ich muss mich an die neue Steuerung ein bisschen gewöhnen, weil ich glaube, die ist besser. Und der Kampf lief gar nicht schlecht, aber ja, ich glaube, ich muss jetzt nicht mich mit dem hier komplett abgeben. Man merkt echt die Fortschritte, ne? Schon cool. Aber das muss ich jetzt nicht komplett machen. Noch nicht ganz sicher, ob ich den nutzen möchte. Der ist nicht schlecht irgendwie. Und bei dem, prinzipiell möchte ich aber natürlich eigentlich mit meinem Parry-Schild unterwegs sein und dann weiß ich gar nicht, was zum Parieren. Welche Waffe da besser geeignet ist. Das sind 90, das sind 100. Der macht halt schon 40% mehr Schaden. Eine Menge. Der Dolch macht, glaube ich, halt mehr Crit-Schaden. Ist natürlich schon auch ganz nice. So. Au! Hat mich jetzt gerade dieses... Alter, Kollege... Zum Glück bin ich gut drauf gerade und lass dich in Ruhe. So, jetzt kann ich jetzt nicht... Ich kann deinetwegen nicht auf die Karte gucken. Gehst du bitte? Danke. Alte Fingerleserin. Würde ich die schon gesehen? Da oben geht's in die Burg rein. Hüter des Kriegsmeisters, Ritter Bernal. Erinnere ich mich dann sogar dran. Alte Fingerleserin. Hatte ich schon gesehen, hatte die Karte das nur gesehen und ich habe es gar nicht mitgekriegt. What the?
kann euretwegen dann die Karte nicht aufmachen. Ist schon klar, oder? Nein, genau das ist jetzt passiert, was ich befürchtet habe. Dass ich manchmal noch mit der Steuerung durcheinander komme. Jetzt wollte ich mich gerade ausweichen. Oh, habe ich wieder bekommen und hab das benutzt. Werde ich jetzt eine Weile dran bra für brauchen, um da wirklich mit klarzukommen. Wollte ich mal schön. Und jetzt habe ich die falsche Taste wieder gedrückt. Dachte ich, da parieren wir doch mal schön. Klappt nur so halb. Guck mal jetzt. Ich will parieren. Danke. Ein bisschen schwach. Auf der Karte war jetzt hier eine Fingerleserin, die will ich noch mal sehen. Den Skarabäus will ich auch. Zweitmal hat es geklappt. Was ist das jetzt doch nicht gewesen? Oh Gott. Alle auf einmal. Noch nicht, wo ich rückwärts in so Steine laufe. Wo kommt einer her von euch jetzt? Ja nicht warum, als würde es gar nicht passieren. Okay, da war es einfach zu spät. Jetzt habe ich dreimal die falsche Taste gedrückt. Na, das ist was passiert. Ich will ausweichen und trinke. Aber dass ich den nicht. Okay, der holt aus. Timing habe ich überhaupt nicht drauf. Also. Die sind nicht so schwer, wenn man den einfach ausweicht, eine Rolle macht. Aber ich will halt das Parieren eigentlich üben. Und ich habe es auch noch nötig, das zu üben, wie man hier sieht. Vielleicht hätte ich den Ziegelritter, wie hieß er, egal,
nochmal probieren sollen mit Parieren. Wo die erste Phase ging jetzt eh ganz gut. Das war nicht das Problem. Da hat man nicht genug gekriegt hier. Krupp umgebracht und wieder ein bisschen Heilung bekommen. Ups. Au. Okay, ja, so viel zum Anschleichen. Weil der kriegt nichts mit. Den nehmen wir eben mal noch mit. Sehr schön. Irgendwie mit seiner Balliste auf mich geschossen. Ja. Ist auch ein bisschen bescheuert dann noch. Weil er hat nicht aufgepasst. Da dachte ich, ich schleiche mich an den noch an. Den nehme ich noch mit. Oder das soll schon passieren. So, hier sind wir jetzt. Da liegt mein Shit. Okay, Boys. Ach, Trötenhans. Und so viel, dass ich gar keine Lust habe, da wirklich. Hä, wo kommt denn das her? Ich sehe ihn überhaupt nicht. Wo schießt der? Ah, da. Moin. Räumen wir die mal lieber von hinten auf. Das war jetzt kein Backstep, egal. Meine Runen mal wieder einsammeln. Das war der Weg nach oben. Ich wollte doch eigentlich gucken, was mit der Fingerlaserin los ist.
in die richtige Richtung. Und dann, na gut, hier hoch will ich eigentlich ja auch. Wir haben uns ja hingeschickt, obwohl das nichts zu heißen hat. Wenn uns das Spiel da hinschickt, kann das auch in einem Souls-Game sein, dass das heißt, geh die ersten 10 Stunden da mal besser nicht hin. Höflich, wenn man zu Fuß da mal hingeht. Oh, hi. Du siehst aber auch einladend aus. You. Please. I can read them. Your fingers. Please, your fingers. Zeig mir mal die Hände. Oh, bless you. Foundation of gold tarnished. Traverse Rhea Lucaria, Glintstone Eventide, and reunite the half crescents at the Grand Lift. Oh, but the bridge is collapsed and cannot be crossed. Only, why should that matter? Stormvale Castle still stands tall. Head to the fountain and reunite the Die Mondsichel am großen Aufzug, da haben wir ja schon die Hälfte. Brücke ist eingestürzt, Sturmschleier erhebt sich. Aber da haben wir doch, das ist doch das, wovon wir schon diese halbe Sichel haben oder so. Handbuch des nomadischen Kriegers. Wow, 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 wow. Das ging beinahe schief. Nein. Oh. Mal anschauen, die wir so eingesammelt haben. Nein, und das war genau das, was ich befürchte wieder. Dass ich meine Knöpfe verwechsel, weil ich es verändert habe.
Aber das will ich eigentlich noch gar nicht. Ich glaube nicht, dass ich schon lang möchte, ehrlich gesagt. Obwohl, wir können ja dann wieder zurückreisen. Beim Schnellreisen werden doch die nicht wieder beschworen, oder? Oh, das Bild kennt man doch. Ja, cool. Ja, das Bild kennt man doch. Schön, schön. Aussicht genießen hier. Schon schick aus, das Spiel. Diese Panoramen haben die Souls-Spiele schon immer gut drauf. Kann man auch ganz gut als Teaser-Bild nehmen. Gefällt mir. Als Wallpaper kann man das ja nehmen. So gut, wie das aussieht. Mit dem Schloss da hinten. Das Geile bei den Souls-Games ist, da kommt man noch hin. Open World spielt sowieso, aber auch in den alten Games. Da bist du dann oft zu solchen Sachen dann hingekommen. Das ist schon ein bisschen besonders gemacht. Bin ich der Einzige, der diesen Spot entdeckt hat. Und da haben wir einen Ort der Gnade. Wir müssen aber absteigen. Ist irgendwie gerade richtig idyllisch, weil auch das Wetter so schön ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich eigentlich hinten dahin sollte. Ist jetzt auch kein wirklichen. Keine Hintertür oder so, oder? Ich da reinschleiche, das ist natürlich geschickt, aber es sieht nicht so aus. Das heißt, ich werde. Da, das haben wir eben noch ein. Ist ja gar nichts. Doch. Nee, ich dachte, das wäre jetzt eine Blume. Nur das Ding. Dann werde ich jetzt einfach die Schnellreise benutzen an der Stelle, um da schnell woanders hinzukommen. Dann gucken wir mal bei der Schnellreise. Nein. Die Leute wieder auferstehen. Hat das so schön geklärt, da den Eingang von der Burg. Das eigentlich ganz schön fände, wenn wir da nicht nochmal hin müssten. Nö, schau mal, das ist doch nicht das, wo ich hin wollte. Hm, vielleicht doch.
Jetzt müssen wir einfach nur nach, ja, nach Westen. Was liegt da denn? Geh weg. Okay, Handpfeil. Das habe ich noch nicht entdeckt gehabt hier. Hey, schau mal. Das kommt mir irgendwie so bekannt vor. Sieht so ähnlich aus wie die eine Stelle, wo ich doch mit dem Typen über die Kriegsaschen gesprochen habe. Sah es nicht genauso aus? Eine goldene Saat. Also für eine goldene Saat mache ich jetzt wahrscheinlich dann doch eine Pause an dem Feuer, damit ich das benutzen kann. Der Steinwertschlüssel. Ich weiß schon zwei. Im Tutorialgebiet bei dem Aufzug und das andere habe ich vergessen. Fuck, da müsst ihr mir helfen. Das war in dem Keller von diesen Ruinen hier. Vielleicht, nee, das sind die mit dem Geheul. Hütte des Künstlers auch nicht ganz. War das im Totenwasserdorf? Da war ein Keller, wo ich einen Steinwertschlüssel brauchte. Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass hier auf dem Weg noch was liegt. Habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Obwohl ich den Toreingang da schon geklärt habe, werde ich jetzt trotzdem noch mal eine Pause machen hier. Ich meine Flasche verbessern kann. Und das macht viel aus. Ich glaube, ich brauche 18 Stärke für das Schwert, was ich gerne führen möchte. Kinder, ihr seid albern. Sind sie auf dem falschen Weg? Da hoch muss ich. Hört mal auf jetzt, Kinder. Das ist Käse. Ich will euch überhaupt nichts. Geht mir nicht auf den Sack. Jetzt darf ich nicht auf die Karte gucken. Aufmerksam, hat mich schon wieder gesehen. Ist das zu laut für den Trompetenmann? Nee, es geht noch. Weil die sehen mich, ist mir jetzt gerade egal. Aber Trompetenmann hat er nicht mitbekommen. Und den will ich ausschalten. Ja, ihr könnt ganz toll Pfeile schießen. Ich bin gleich bei euch. Keine Sorge.
So. Und wir haben noch einen freien Kollegen. Wo ist er? Ja. So, haben wir es jetzt, ja. Gesehen. Ja. Au. Richtig. Wenig komisch. Ich hoffe, dass es gleich wieder aufgefüllt wird. Ja, was ist denn, lasse ich jetzt hier? Da lasse ich die Hampelmänner Hampelmänner sein und mich hier die Burg anschauen. Sturmtor heißt das, ne? Seinen Namen zurecht. Oh, guck an. Das andere gar nicht gebraucht. Ach, wir können auch mal die Aschen angucken eigentlich. Das kann ich auch machen, oder? Aber wir haben ein paar neue. Wilde Schläge. Bodenschlag. Wenn man Standard nimmt, ist es immer das gleiche. Ne? Dann ist kein Jahr besser als irgendwie. Also wenn ich dann besser skaliere irgendwann. Die Skalierung wird erhöht, dann kann mir das schon was bringen, aber aktuell noch nicht, weil ich nicht genug Stats habe. Hatte ich nicht irgendwas, was für ein Schild gut wäre? Da. Sturmwall. Was das wohl macht, will ich mal ausprobieren. Was macht das? Darf ich das auch wissen? Muss ich wahrscheinlich ausprobieren, wie das halt so mal ist. Hier stehen jetzt nur die Sachen vom Faustschild, nicht von der Asche. Ja, wie immer, darf man halt ein bisschen raten, was das so genau macht. Kann ich das vielleicht irgendwo im Inventar sehen? Tauchen da die Aschen irgendwo auf? Der Flammentalisman. Immer nur die drei. Warum tauscht Kriegsasche? Ich habe doch mehr Kriegsaschen. Warum zeigt nur die drei an? Die ich verwendet habe vielleicht. Aber hier steht ein bisschen mehr. Vielleicht. Schlüsselhammer, die
Geschichte einmal, den Pott. Todeswurzel, ich habe es vergessen. Der Bestienkleriker im Refugium sammelt und verschlingt diese Wurzeln. Okay, Refugium der Besten im Osten. Er stärkt drei ruhmreiche Asche auf 1, Spezialwaffen auf 1. Was ich alles für einen Schütz habe, da verliert mir doch komplett den Überblick. So, warte kurz, wenn ich jetzt hier, ich will das mal feststellen, wenn ich jetzt hier die Asche vom Schild wegmache, taucht sie dann wieder im Inventar auf. Schwinge den Schild, um einen Sturmwall vor euch zu erschaffen, der Pfeile und andere materielle Projektile ablenkt. Pfeile und Projektile, dafür ist das da, okay. Ja, dann braucht das ja FP. Brauche ich jetzt eigentlich nicht für irgendwas anderes? Übrigens eine gute Frage, aber mit den FP. Jetzt habe ich halt keine vollen Lebenspunkte. Das will ich jetzt mal ausprobieren. Ich nehme jetzt ein bisschen Schaden und versuche mich dann zu heilen. Ich glaube, ich versuche zu spät zu parieren. Ja. Und ich will immer noch wissen, warum ich dieses rote Quadrat. Ich frage euch jetzt und lese es erst, weil ich jetzt mehrere Folgen auf einmal aufnehme, ein bisschen später erst. Okay, da hat das Timing nicht gepasst. Nicht. Okay, ich glaube, ich warte manchmal zu lange. Ich verschätze mich. Bei den anderen Souls-Spielen geht das Parieren auf jeden Fall schneller. Hier musst du wirklich gefühlt fast so eine halbe Sekunde, bevor der connectet. Warum kann ich hier dringend Heilung nicht machen? Ich schreibe es auch wahrscheinlich schon seit einer Folge darunter. Ich check's nicht. Ich check's nicht. So. Weiter geht's. Herbeirufen, aber da eh schon eins. Hier können wir jemanden beschwören, oder? Nee, nee, nee. Dann kommt hier ein Bossfight. Wenn jetzt hier ein neuer Boss kommt, ist es eigentlich nicht klug, mit dem Parieren anzufangen, weil ich werde den, glaube ich, nicht beim ersten Mal schaffen. Wäre natürlich schön. Dann gehen wir mal so in den Kampf. Und gucken uns das mit dem Parieren dann danach an, wenn ich die Moves ein bisschen kenne. Wenn überhaupt. Foul tarnished. In search of the Elden Ring. Emboldened by the flame of ambition. Hi. Alter Mann mit Stock, wie schwer kann der schon sein?
okay. Mit dem Angriff hatte ich nicht gerechnet, aber es ging noch. Das war nicht gut. Ich meine, es hat ein bisschen zu lange gedauert. Und das war eine verzögerte Attacke. Ich wäre da, glaube ich, beinahe runtergefallen eben. Alter, zwei. Mach ich an. Ich dachte, der steckt da ein bisschen fest mit seinem Stab. Boah, hat er mich schon wieder mit erwischt. Wie sehr kann man das denn sein? Sein Blödmann. Kann ich, glaube ich, ein drittes Mal zuhauen. Okay, da muss ich aufpassen. Nach dieser schweren Attacke ist er gar nicht so lange so in einer Recovery, wie ich das ganz gern hätte. Jetzt macht er mich da, wenn ich da in der Nähe bin. Irgendwie mit seinem Spektraldagger, dann Action. Und zwar immer noch. Ich habe schon 3 Sekunden gewartet. Brudi. Well, thou art of passing skill. Warrior blood must truly run in thy veins. Ich habe den falschen Kopf gedrückt, weil ich meine Tasten belegt habe. Ich habe meine falsche Taste gedrückt. Also entweder... Ich hätte ein bisschen Bock, den zu parieren, das zu probieren. Probieren zu parieren. Ich probiere es, glaube ich, einmal so, dann kenne ich die Moves ein bisschen. Die Moves aus der ersten Phase habe ich jetzt schon einige gesehen. Okay. Die zweite Phase habe ich jetzt nicht so viel von mitbekommen. Wo liegt mein Shit eigentlich? Ja. Nein, die falsche Taste! Oh Gott, das heißt. Ja. Okay, das. Oder sind sie wenigstens weg? Ja, mittendrin die Tasten neu zu belegen, kann manchmal ein bisschen ungut sein. Das zähle ich nicht als Try. Das zählt nicht. So, zweiter Try. Fuck off. So. Thank you.
Ja, komm, fall runter. Zwar immer noch zu früh. Sogar noch Zeit für noch eine zweite Rolle. Meine Herren. Ich denke mal, sein Stab steckt im Boden fest und dann hat er aber noch seinen Dagger. Weil warum auch nicht? Ich hüpfe drei im Kreis. Ich hoffe nicht, weiß, wann der Scheiß ankommt. Rudi. Das war schlecht. Ja, der übertreibt schon ein bisschen mit seinen verzögerten Attacken. Eigentlich muss das bestraft werden. Jemand da steht 17 Sekunden lang mit dem Bauch offen. Probieren jetzt mal just for lols ihn zu parieren. Weil, was soll schon schief gehen? Die Attacke halt eine halbe Stunde später. Da fand ich mein Timing gar nicht schlecht. Eben. Das Spiel stimmt nicht mit mir überein, aber ja, so ist es halt. Ich habe ihn zweimal pariert. Das gesehen. Und dann interessiert es aber einfach nicht. Warum denn? Jawoll, Baby. Okay. Haha! Hat ihn leider nicht interessiert. Das zweite Mal. Fuck, ich fand, das war richtig gut vom Timing. Okay, der trifft mich da noch. Alter, das Timing ist ein bisschen mies. Das habe ich echt gut gedrückt gehabt. Und ich habe den falschen Knopf gedrückt. Das habe ich auch nicht. Ich drücke ganz halt den falschen Knopf. Das ist so bitter. Wow.
Okay, das wird spaßig zu parieren. Warrior blood must truly run in thy veins. Tarnished. Put these foolish ambitions to rest. Bin ich sicher, ob das mit dem Parieren eine gute Idee ist, weil in der zweiten Phase. Die erste Phase ist ganz cool, ehrlich gesagt. Wenn ich voll auf Parieren gehe, aber man kann ihn eigentlich ganz gut so kloppen. Das Parieren wäre natürlich geiler, wenn man ihn so besiegt. Ich überlege gerade, ob mit ihm nicht ein Blutungseffekt besser wäre. Wie viel Stärke haben wir? 16, wir sind 2 Level zu niedrig. Das ist schade. Noch mal ganz kurz gucken, wie sich das... Große Last, das ist dann auch mal scheiße, das kommt noch dazu. Ist das jetzt nur so, weil ich... So langsam, weil ich nicht die richtige Kraft dafür habe. Hat ihn pariert mit seinem langsamen Kackangriff. Aber da war es ihm egal. Hey, da war ich viel zu full dran. Da war ich einen Ticken zu spät. Da wusste ich überhaupt nicht, was los ist. Ja, das war einfach Quatsch. Mich ärgert, dass es irgendwie so eine Parade gibt, wo danach er dann aber einfach denkt, so, ja, aber jetzt, ich will auch gar nicht gestaggert sein. Da habe ich gar keine Lust zu. Da will ich auch gar nicht. Genau den meine ich. Zweimal pariert, Brudi. Get fucked. Ich fand das perfekt getimed, ehrlich gesagt. Ich fand das echt nicht getimed. Das Spiel will es nicht einsehen, aber... Wow. Well, thou art of passing skill. Warrior blood must truly run in thy veins. Tarnished. Wow. Alter, die Reichweite, geht's noch? Okay, damit. Schade. Ah, ich hänge fest.
kann natürlich einfach kaputt hauen. Ah, ich pariere ihn und es reicht nicht. Das trifft mich. Put these foolish ambitions to rest. Ja, da irgendwie nur das zweite Parieren dann tatsächlich auch zu einem krassen Counter führt. Das läuft gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Aber dann gehe ich lieber auf den Bild, der mir ein bisschen sicherer erscheint. Mit 24... Nimmt sich nicht so wahnsinnig viel. Ich weiß natürlich nicht, wie der Crit-Schaden ist. Weil sowas wird natürlich nicht angezeigt. Nicht, dass man noch da irgendwie zu leicht eine informierte Entscheidung treffen kann. Das ist schon deutlich langsamer. Eigentlich ist der Säbel besser. Der macht minimal weniger Schaden, ist aber deutlich schneller. Wenn ich nur einmal angreife, ist relativ egal. Aber es gibt durchaus hier Möglichkeiten, wo ich manchmal zweimal, dreimal angreife. Autsch. Also so ist der Kampf deutlich einfacher. Wo ist mit dem Parieren? Gerade jetzt hier in der ersten Phase echt ganz gut ging. Ups, da habe ich gedacht, dass ich eine Möglichkeit anzugreifen, genau wie ich es da gedacht habe. Nein, 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 nein. Ach komm, da dachte ich, ich wollte nicht mal unten durchrollen, weil ich dachte, ich war schon zu weit. Ja, guckst du blöd, ne? Okay, doch nicht. Guck ich blöd. Entschuldigung, ich guck blöd. Ja, ja, ist ja gut. Du guckst überhaupt nicht blöd. Das war blöd gesagt, es tut mir leid. Es tut mir ja leid. Guck schon ein bisschen blöd, weil. Das habe ich mal gesehen in letzter Zeit im Spiegel. Kriege ich noch dazu, dass er einfach in den Abgrund hüpft, ich sag's euch. Dachte ich, kann ich durch. Nein, 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 Ruhe. Tarnished. Fuck. Da habe ich schon angegriffen gehabt, während es noch lief. Nein, 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 nein. Ruhe, Pudi. Nein, 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 nein.
Nein. Aber das ist besser. Und die erste Phase ist eigentlich easy. Wenn ich da keinen Scheiß mache, geht das. Die erste Phase könnte ich auch sogar ganz gut parieren. Aber die zweite Phase, da check ich noch nicht so ganz, was los ist. Ja, das ist wesentlich besser. Fuck, da bin ich ein bisschen zu früh gerollt. Da bin ich jetzt gerade viel zu unvorsichtig. Zwei unnötige Hits kassiert. Na komm. Ja, das hat sich nicht verarschen lassen. Fuck. Okay, und wenn ich dazu nah dran bin, greift er heute noch sein Spektraldagger raus. Wow, 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 wow. Das ist meine Reichweite. Schön, das sah schick aus. Ich kassiere hier viel zu viel Schaden gerade. Was war das? Well, thou art of passing skill. Warrior blood must truly run in thy veins. Tarnished. Oh, whoa, 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 whoa. Kleines bisschen von der Zeit. Nein! Das dümmste Art zu sterben. Das ist auch die dümmste Art zu sterben. Können wir theoretisch zwei, obwohl ich weiß nicht, ob ich die Waffe auch nutzen möchte. Ich möchte den Fangzahn von dem Bluthund echt mal ganz gerne ausprobieren. Warum? Ich hab das doch. Was? Warum bin ich da getroffen? Das ist ja Wahnsinn. Fuck. Da will ich mal unter ihm durchrollen, das geht glaube ich nicht. Da komme ich nicht weit genug nach vorne. Okay, die zweite Attacke kommt schneller als ich vermute da. Schade, so ein bisschen. Checkt man nicht die ganzen Angriffe in der zweiten Phase. Den auch nicht. Ja, ein bisschen.
denke immer schon, da bin ich ausgewichen. Das, also das ist... Ich sag jetzt... Nein, komm. Das lief jetzt echt nicht... Und ich sag's die ganze Zeit, ich muss mal draus lernen. Ich sag die ganze Zeit, dass der so krass verzögerte Angriffe hat. Und mein Lernen erfolgt leider auch nur sehr verzögert. Der baitet mich so oft in eklige Angriffe rein. Ja, ist ja kein Problem. Ich bin einfach nur so reingebaitet worden. Ich dachte, ich roll durch ihn durch und kann ihn dann allen mitgeben. Ja, es gibt sowas, was sonst immer nach so einfacher Möglichkeit aussieht. Da muss ich aufpassen, dass ich da echt nicht gebaitet werde. Wenn man so einen leichten Angriff macht, wo man rechts vorbeirollt, dann denkt man, das kann ich ein paar Mal hauen und dann holt er seinen blöden Dolch raus. Der Sprungangriff ist super zu countern. Oder wenn er so eine große Attacke, so eine große Combo durchgezogen hat. Genau, diese habe ich da gerechnet. Aber es bringt uns halt dann weg. Aber es wäre so eine schöne Möglichkeit, ihn anzugreifen. Aber leider rechnet, also ist es dann doch keine schöne Möglichkeit. Das sieht nicht so gut aus. Ich will jetzt hier schon in der Mitte bleiben. Ich fahre jetzt nicht nochmal runter hier. Hüpf doch nochmal. Den Angriff mag ich am liebsten. Kann ich nämlich viermal hauen danach. Nein, sogar fünfmal, aber danach habe ich es bis zum Team. Eigentlich, die letzten Mal ist mal weggehüpft danach. Und darauf hatte ich jetzt auch gehofft. Dass ich ihn haue, bis er weghüpft. Das darf ich eigentlich nicht machen, diese Trades. Thou art of passing skill. Warrior blood must truly run in thy veins. Tarnished. Das fand ich solche unfair. Da war ich, wo er landen würde, schon lange weg. Nee, da habe ich gehofft, dass er in die falsche Richtung haut. Weg, wenn man einen Sprungangriff macht. Nein. Fuck, fuck, fuck. Ein bisschen ein geiler Tanz, das manchmal ist. Darf ich nicht drauf reinfallen? Oh, oh, wie hat er mich denn da erwischt? Ich darf das nicht probieren. Das klappt einfach nicht. Dieser letzte Angriff hat mich erwischt.
Ja, schade, das sieht jetzt wahrscheinlich ganz gut aus. Die erste Phase sollte ich echt überstehen können und kaum Ressourcen verbrauchen. In der zweiten Phase gibt es ein paar eklige Kombos, ein paar, die ich noch nicht checke, aber auch ein paar, die ich ganz gut checke. Ist ein bisschen Glückssache. Ob ich richtig reagiere einmal, aber ob ihr die überhaupt macht. Oder ob ihr benutzt die Sachen, die ich möchte. Jetzt kommen wir mal ganz gut durch die erste Phase. Komm her. Weicht aber ganz geschickt aus, ne? Wenn ich da mal ihn eigentlich am Sack habe. Fuck, das war schon leider mich genau in der Drehung erwischt. Und da habe ich nicht an seinen blöden Dagger gedacht. Warum dreht er, sonst hüpft er immer weg? Da ist man keinen Bock drauf, oder was? Und nur Seelen, bevor die rumliegen. Ich bin schon so weit von dem Aufschlagsort entfernt. Der muss nach einer Attacke aufhören, weil sonst passiert genau das. Nein. Bitte? Ich habe mir eigentlich vorgenommen, das ohne Summons zu spielen. Also weder die Summons, die ich hier selber rufen kann, noch die, die vor dem Boss stehen. Ich mache die Bosse so. Das war's. Nein, 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 nein! Warum ist er nach so einer schweren Attacke so schnell wieder ready?
diesmal habe ich es richtig gemacht. Diese zwei Angriffe verfolgen mich super schnell hintereinander. Da habe ich keine Zeit. Okay, okay, okay. Das tut weh, so eine Kombo. Habe ich noch einen Rausch. In der zweiten Phase, ich hoffe, ich kann mich da richtig dran erinnern, es gibt diese eine Combo, wo ich keine Millisekunde zögern darf, mit der zweiten Ausweichrolle, wo ich zweimal direkt miteinander ausweichen muss, gegen diesen Golden Dagger. Das ist das eine. Kann ich eigentlich Sachen nochmal upgraden auf Level 3? Kann ich das überhaupt nicht upgraden? Jetzt kann man doch nur, wo so ein Schmiededing ist. Vielleicht sollte ich das nochmal machen. Kann ich das noch auf Level 3 upgraden? Den hier ist doch bei Händler Kale. Ich wenigstens die Sachen, die ich habe, mal vernünftig nutze. Moin, was sagst du zu dem Ganzen, was hier so los ist? Wait, weren't you? Well, you're back. Care to buy something? Vielleicht. Noch reden. Oh, wir das Heulen im Nebelwald können wir sprechen. The howl of a wolf in the Mistwood. I suppose he must still be skulking about. I know. Why not meet him for yourself? Next time you hear the wolf's howl, make this signal right under the source. Ah, don't fret. There is nothing to fear. I just have an inkling the two of you might hit it off. Fingerschnipsen. Okay. There are others of my people who yet survive in these lands. If the mood takes you and you meet one, then offer them some trade, won't you? My people, wanderers all have long been spurned by the grace of gold, which is why we cannot settle, but instead are forced into this pitiful, unceasing journey. But thanks to that, things are not so different for us now, though the Elden Ring is shattered. I think this makes us kindred spirits of sorts. Your people, the Tarnished. And mine. Ups, Entschuldigung. Ich wollte nicht so auf die Pelle rücken. Ach ja, ich habe ja nichts. Ach ja, ich habe ja nichts. Mal kurz gucken, was es so gibt. Das ist eine beste Rüstung mit 1500, kostet ja nicht viel. 11, 12, 12, 3, 4, 12. Goodbye. Goodbye. Könnte ich denn theoretisch was verbessern? Ausgerüstete Waffen. Na, ich hab. Ginge theoretisch. Der kriegt plus 6 Schaden. Der kriegt plus 7 mal die Attack Speed. Schwert der Getreuen. Wollte ich mal irgendwie. Ja, das wollte ich. Nicht, dass das jetzt wichtig wäre. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie viel brauche ich denn? 400 oder irgend so ein Kram. Jetzt fahren wir mal hier ein paar Viecher. Dass ich wenigstens die Waffe upgraden kann. Hier sind natürlich mal keine Gegner in der Nähe. Ich muss eigentlich einfach wohin gehen, wo auch die Gegner sind. Nicht hier. Ich wusste gar nicht, ich bin nicht dran gedacht. Ja, eine Rune hilft schon mal ein bisschen. Aber ich glaube, ich brauchte 400 oder so ein Kram. Ich weiß, klüger zu einem anderen Feuer zu gehen.
auch mal mehr Viecher sind. 5, ja. Das lassen wir mal. Eventuell reicht das ja schon. Zumindest einmal zu machen. Okay, 3 ist das Maximum. Dann reicht das ja. Gehen wir mal zurück. Eine Arzneimischung, dann andere. Verbessert aufgeladene Angriffe. Ist auch so geil, dass der hier hin zeigt. Ist hier noch irgendwo ein Feuer? Sonst würde er nicht dahin zeigen. Eigentlich müsste hier noch einer sein. Hä? Hä? Was ist das? Da war doch im... Achso, was ist das hier? Ach, das ist die Brücke. Ich dachte, das wäre der Bereich. Ich habe mich gerade falsch orientiert. Ne, alles okay. Nix. Ihr habt nichts gehört. Es gab nichts zu sehen. Es wird nachher alles aus dem Video geschnitten. Genau wie die ganzen Fehlversuche. Jeder Boss im First Try. Easy. Komm her, du Nase. Guck, gleich mal 15% weggeballert. Wie hat er mich denn damit getroffen? Das irritiert mich. Da war ich zu greedy. Well, thou art of passing skill. Warrior blood must truly run in thy veins. Tarnished. Nein, wie viel Schaden hat das denn gemacht? Und welche Reich... Da hinten prallt der Hammer auf. Ich zeige ganz genau auf dem Bildschirm gerade, wo der Hammer aufgeprallt ist. Und ich stehe relativ weit weg. Ich hatte noch die Arznei. Und noch 4 Heilflaschen oder so ein Shit. Ja, aber der ist fällig.
bisschen nahe stehe, kann ich da schlecht ausweichen. Immer auf der Geraden kämpfen, wenn es geht. Viel zu oft betroffen schon, der Blödmann. Bitte die Reichweite. So viel Heilung, ich jetzt nicht mal irgendwie von ihm blöd verarschen, hast du jetzt eigentlich ganz gut auf gerade. Nicht da festhängen, bitte. Nein, nein, dieser eine kleine Schlag am Anfang. Der hat das nicht aus dem Gleichgewicht gebracht. Nein, nein, nein. Das ist, weil ich noch nicht so viele Lebenspunkte habe. Hätte ich ein bisschen mehr Lebenspunkte, konnte ich gerade effizienter die Heals nutzen. In diesem Fall wäre es natürlich besser gewesen, statt zu sterben, das schon vorher zu benutzen, aber... Wenn ich so 10% mehr Lebenspunkte hätte, wäre es sehr viel einfacher, würde einen großen Unterschied machen. Aber es lief da ganz gut eigentlich. Ich stand hinter dir, Brudi. Da kannst du mich auch nicht treffen. Will ich ganz gerne noch in der Superzeitlupe sehen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das nicht ganz regelkonform war. Da war ich. Nein, da war ich zwei. Das läuft ja mal ganz hervorragend. Ja, das waren diese geilen Tries, wo einfach du reingehst und einfach nur stirbst. Und das ist jetzt nur noch Fehler vermeiden. Wenn ich ungefähr 10% besser spiele, dann schaffe ich den Bossfight. Vielleicht 15%. Aber es ist echt nicht viel, was da fehlt. Dass er uns weit weghüpft. Das Nahkampf war ein bisschen scheiße. Dieser dritte Angriff, den darf ich nicht machen an der Stelle.
kommen. Okay, das war schlecht. Nein, nein, nein. Well, thou art of passing skill. Warrior blood must truly run in thy veins. Tarnished. Das war so klar, da war ich genau in der falschen Position. Da auch, da muss ich glaube ich an ihm dranbleiben und versuchen an ihm vorbeizurollen, wenn ich. Da kann ich auf keinen Fall genug Platz und Distanz gewinnen, an dem Hammer noch auszuweichen. Muss ich dann genau durchrollen. Da bin ich in einer ganz schlechten Position. Ja, da prügelt mich einfach runter. Ja, da habe ich... Es ging eigentlich um die Ressourcen. Ich habe ein, zwei zu viel kassiert in der ersten Phase. Langsam habe ich die... erkenne ich die Muster in der zweiten. Und beim Hammer muss ich zum richtigen Zeitpunkt durchrollen. Wenn ich zu nah dran bin, schaffe ich es auf keinen Fall mit der Distanz noch zu bekommen wieder. Ich weiß nicht, wann er da, weil meistens springt er danach weg und dann versuche ich so viele Angriffe wie möglich durchzubekommen. Manchmal will er aber auch nicht. Lässt er sich wieder was Neues einfallen, ne? Sagen wir, die ersten 40-50% gehen immer ziemlich fix. Was war das denn? Habe ich schon. Dann sehe ich auch während des letzten Angriffs schon. Dass er anscheinend nicht wegspringt. Da muss ich das Timing richtig drauf haben. Und dann weg. Nein, nein, nein. Au, holy. Alter. Wie lange will er denn mit der Attacke warten? Jetzt sehe ich nichts. So ein Quatsch. Die Reichweite, geht's noch? Ist nicht geschafft, das Timing richtig zu holen. Habe ich noch drei Heiltränke? Ich kann mich dazu nicht so benutzen. Aber den Hammerangriff, ja, das darf mich eigentlich nicht erwischen. Muss ich ein bisschen mehr auf das Timing achten. Komm mal her.
schon gesehen, dass ein Fehler war. Halt doch mal kurz da, wenn ich dich hauen möchte. Ja, schon ein bisschen zu viele Ressourcen verloren für den Anfang. Das ist 25% sind. Blood must truly run in thy veins. Tarnished. Das ist ein schlechtes Timing. Okay, da muss ich echt schneller reagieren. Durchrollen, sehr gut. Ausweichen. Ah, da kommt der hässliche Schwanz hinterher von ihm. Wir haben nicht alle einen Schwanz. Selbst aus dem Swingerclub. Reingerollt, weil ich zu weit nach vorne. Okay. Fuck, da bin ich voll hängen geblieben. Nein, 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 nein. So, komm her, das. Klar, ist so eine Reichweite, warum auch nicht? Da, ja, diese zweite. Fuck, da bin ich nur für so ein Blödmann. Na, ficken. Ja, es war ein okayer Try. Es war keiner der guten. Es war keiner der schlechten. Es war okay. Aber wäre schon möglich gewesen. Muss da nicht runterfallen. Komm her, komm her. Jetzt mal ein solider Anfang. 3, 4, 5. Thou art of passing skill. Warrior blood must truly run in thy veins. Tarnished. Alt und dann die Kombo und was dann? Panikrolle, wenn ich die erste schon check, dass ich die verpasst habe. Da trifft mich aber auch selbst nicht. Ich glaube, die kann ich gar nicht komplett ausweichen. Geh weg.
zwei so schnell hintereinander, kann ich nicht beide wegrollen. Fuck! Das war so ein verzögerter Angriff, den ich eigentlich nicht mehr treffen sollte. Die Kombo ist so schnell. Und ja, da wusste ich überhaupt nicht, was in welcher Reihenfolge kommt gerade. Mal irgendwo daneben gehauen und dann wieder weggegangen. Habe ich genau reingerollt. Bin ich einfach um ihn rumgerollt, während er ausholt. Warum? Da habe ich einfach nicht, bei dem Einschlag habe ich nicht mit gerechnet, dass die Reichweite ausreicht. Nur zweimal, dreimal habe ich irgendwie echt krassen Kombos getroffen und es gibt ein paar Kombos, wo ich nicht schnell genug ausweichen kann nacheinander. Selbst wenn ich direkt die Rolle chaine. Was haut denn da hinten rum? Ey. Thou art of passing skill. Warrior blood must truly run in thy veins. Tarnished. Fuck, da ich den Block nicht oben. Die Reichweite ist so bitter. Das ist der Spell, das ist die Kombo, die ich meine. Wenn ich da reinrolle, bin ich ein bisschen gefuckt, weil komme ich nicht raus. Verzögert. Ups.
Nein, nein, jetzt habe ich auch noch. Meine Herren, ich mache die Leere. Komm, Brudi. Komm, spring doch. Die Angriffe sind echt mal ganz gut zu lesen. Ich mach mindestens einen Hit rein. Vielleicht sogar zwei. Da darf ich nicht zu früh rollen. Ich habe tatsächlich ein bisschen Zeit. Au, da bin ich voll rein. Die Kombo ist totale Scheiße, die hasse ich. Die Kombo ist richtige Scheiße. Warum? Da habe ich das Timing falsch gehabt. Komplett aus dem Rhythmus. Put these foolish ambitions to rest. So krass, wenn manchmal so aus dem Flow raus ist, wie gerade eben, wie es dann überhaupt nicht mehr läuft. Es gibt eine richtig hässliche Kombo, die zu schnell erfolgt. Und ein paar Sachen, die einfach nicht, wo ich gar nicht irgendwie ausweichen möchte, von denen ich eigentlich nur weg möchte, aber die auch so schnell ablaufen und so eine Reach haben. Komm, hüpf, das machst du doch ganz gerne nach den Daggern. Da wollte er nicht wegfliegen. Well, thou art of passing skill. Warrior blood must truly run in thy veins. Alter, das ist eine Reichweite. Zum Glück habe ich gerade geblockt. Noch. Ja, gut, darf ich halt nicht zu früh die Ausweichrolle machen. Okay, dann habe ich nicht gerechnet.
Diese verzögerte Attacke ist so bitter. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Es läuft gerade relativ gut. Mach das nicht. Da habe ich überhaupt nicht auf das Timing geachtet. War ich ein bisschen im Panikmodus. Jetzt gerade. Muss ich mal ein bisschen zusammenreißen. Eigentlich läuft es ganz gut. Jetzt drängt mich hier so in die Ecke. Diesmal habe ich mich nicht verarschen lassen. Und diesmal habe ich mich verarschen lassen. Das ist eine Scheiß-Kombo, die hasse ich, die hasse ich. Da muss ich einfach nur weg. Nee. Das ist der einfachste Move der Welt. Wie habe ich das Timing denn falsch gemacht? Der Plan war glasklar. Er macht seinen Sprungangriff, ich rolle genau durch den Hammer, ich mache meinen Heiltrank und besiege ihn. Und was passiert? Irgendein Scheiß. Warum war das Timing denn da off? Bei so einem Billow-Move. Dann so ein Scheiß. War gar nicht schlecht. Ich bin ein bisschen zu nah an den Rand stand. Manche Sachen, wenn ich so gesehen habe. Brauche ich häufiger, Rudi. Komm, gib's mir nochmal den Sprungangriff. Ja. Well, thou art of passing skill. Warrior blood must truly run in thy veins. Tarnished. Fuck, da bin ich. Genau, die Reichweite ist völlig balanced. Mach dir keine Sorgen, Rudi. Alle finden das okay.
Das ist auch ganz krass. Da haut er einen, unterbricht selber die Rolle da, wenn man da zu nah dran steht. Mit irgendeiner kleinen Attacke. Der eine hat den Hammer. Der haut nicht mal mit diesem Ast zu, sondern weiß nicht genau, was er macht. Entweder mit dem kurzen Ende von dem Ast oder irgendwas anderes. Er macht so eine kurze Attacke, die einen da rausreißt und dann trifft der Hammer. Ja, genau. Einfach mal gar nicht treffen. Warum auch nicht? Komm, hüpf, du willst doch auch. Die Animation nicht mal richtig abgespielt, das hasse ich. Und wenn mein Boss beim Namen ankommt mit der HP-Bar, ist immer schon mal ein Vorteil. Okay, das war einfach. Da bin ich aber nicht gesprungen. Ich weiß nicht warum. Einfach nicht gesprungen. Alter, tut das weh. Irgendwie spinnt aber auch mein Controller gerade mal ernst. Ich drücke manchmal zweimal und es passiert einfach nichts. Was ist denn da los? Sieht nicht so gut aus, wir haben nicht viele Lebenspunkte. Ich habe noch 15% Leben selber. Zweimal tot gesehen, aber viel fehlt auch nicht mehr. Aber man sieht, was? Viermal treffen noch, viermal und dann wäre weg gewesen. Und die letzten 40, 30, ne, letzte Drittel eher, letzten 30-35% waren auch, da war ich im Prinzip schon angezählt. Da habe ich schon gar nicht mit gerechnet, dass ich noch weit komme. Dann ging es noch erstaunlich länger als eigentlich gedacht. So, komm mal her. Ich habe auf irgendeinen Move gewartet.
Lass dir ruhig Zeit mit deinen Attacken. Na, ich dachte, jetzt macht er wieder den Hammer raus und ich kann die Zeit voll nutzen, um ein bisschen in Transformationsphase einzuschenken. Well, thou art of passing skill. Warrior blood must truly run in thy veins. Tarnished. Das ist die Attacke, die Kombo, die ich hasse. Das ist jetzt mal gut gerade. Du hast gerade eine bisschen Akku-Phase, oder? Ich muss ja auf der Ecke raus. Ich muss hier weg. Bin ich denn da rein? Da bin ich auch mal ernsthaft. Nein, das war so klar. Aber da bei dem anderen bin ich. Also bin ich mal ernsthaft ausgewichen. Wie? Wie? Scheiße. Das hat mein Ticken. Das war so. Das war minimal zu früh. Das tat weh. Also, von 50% jetzt auf diese 33 habe ich voll versagt. Weil es ist, der ist nicht so schwer. Das ist das Traurige halt. Das ist nur mein Unvermögen. Das ist absolut nur mein Fail. Komm, hüpf. Bisschen zu früh dort, da muss ich eine Viertelsekunde warten. Na komm, wenigstens wieder beim Namen ankommen. Nicht mal das oder gehört. Ja, meine närrischen Ambitionen. Ja, es ist halt. Es ist so machbar. Es ist so. Ich brauche einfach nur hingehen. Und keine Fehler machen. Ein paar Sachen sind schwierig, jetzt weiß ich echt nicht. 3, 4, 5. Diesmal geht er nicht weg. Okay. Komm, hüpf nochmal. Ich hoffe, dass wir noch einmal ein paar normale Angriffe bekommen.
ohne den Hammer. Truly run in thy veins. Tarnished. Zweiter Angriff kostet mich oft so viel. Okay. Au! Was war das denn? Nein, nein, komm, komm, komm! Mach kein. Nein, nein, nein! Nein, 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 ich bin hier fest! Boah. Die letzten 20 Sekunden waren komplette Vollscheiße. Nein, ich will mich nicht in Enge treiben lassen hier unten. Ich reagiere einfach nicht auf meine Rollenkommandos. Ich werde mal nächste Folge einen anderen Controller probieren. Nein, nein, nein. Das ist genau das, was ich meinte. Da wollte ich durchrollen, aber das blockt er vorher mit irgendeinem anderen Mini-Angriff. Dann geht das nicht. Okay, eben ging schon wieder das Rollen nicht. Konzentriert bleiben. Wir haben noch 4 Heilladungen. Komm, hüpf! Ich darf mich auch nicht in die Enge treiben lassen. Das ist eine scheiß Kombo. Ich hasse die Kombo. Alle meine Homies hassen diese Kombo. Ein Heiltrank jetzt. Ich bin Fehler mehr erlauben. Okay, okay, okay. Das sieht gut aus. Das ist keine Scheiße, Martin. Genau sowas. Bitte nicht. Das ist die Scheiß-Kombo. Lass dich davon nicht verarschen. Hüpf! Ja, Baby! Die Flames raushauen. Hm.
Tja, Gnade. Du bist gerade hier weggeballert worden, nicht ich. Also, am Ende. Oh, meine Herren. Was ist denn ein Talismanbeutel? Mehrere Talismänner auf einmal ausrüsten oder was? Wir haben noch einen Platz mehr. Okay. Das ist zwar selten. Ich würde sagen, das ist ein gutes Ende für diese Folge. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es hier weitergeht. In diese Burg da. Bis dann. Ciao.